Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jesus Christus, dem wir den Weg bereiten wollen, er sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, wieder ist Advent. Ein neues Kirchenjahr hat begonnen und seine ersten Botschaften rufen uns dazu auf, ernst zu machen, wirklich neu zu leben, umzukehren auf Jesus hin. Ja, Gott persönlich hat uns heute hierher eingeladen und wir sind gekommen, weil er uns gerufen hat. Wir haben uns versammelt, um auch gemeinsam den Advent zu beginnen und uns für den Geburtstag seines Sohnes in dieser Zeit des Advents vorzubereiten. So begrüße ich Sie herzlich in seinem Namen, indem wir jetzt miteinander Advent feiern und dazu die erste Kerze auf unserem großen Adventskranz anzünden. Zuvor will ich aber diesen Adventskranz segnen. Lasset uns beten. Guter Gott, Jesus, dein Sohn, bringt Licht in unsere Welt. Er vertreibt das Dunkel der Lieblosigkeit und Sünde. Er mache unser Herz hell und helfe uns, dass auch wir unseren Mitmenschen Freude bereiten. Denn wir bereiten uns auf das Weihnachtsfest vor, auf den Geburtstag deines Sohnes. Der Adventskranz in unserer Mitte hilft uns dabei. So bitten wir dich, guter Gott, dieses Zeichen möge uns durch diese Adventszeit begleiten. Segne diesen und alle unsere Adventskränze und die Kerzen, damit wir an dich erinnert werden, wenn wir Sonntag für Sonntag ein Licht nach dem anderen entzünden. Begleite du uns durch die Adventszeit und durch unser ganzes Leben und segne uns durch Christus, unseren Herrn. Wir entzünden nun die erste Kerze unseres großen Adventskranzes. Sie brennt für alle Menschen, die im Dunkeln leben, für alle, die allein, krank oder traurig sind. Diese erste Kerze soll Licht in die Dunkelheiten unserer Zeit bringen und unsere Herzen hell machen.